willkommen zu der zweiten Folge Minecraft mit Let's Play. Wie ihr seht, wir sind in den Titelscreen und ja, wollte noch mal kurz vor der Aufnahme sagen, halt jetzt in der Aufnahme sagen, dass ich die letzte Folge ohne Stimme aufgenommen habe. Ja, das tut mir halt übelst leid, dass ich ohne Stimme aufgenommen habe, weil irgendwie mein Schneideprogramm das einfach, ich habe halt eine Stimme aufgenommen, das ist mir leid, dass ich gerade mich versprochen habe, aber mein Aufnahmeprogramm, halt mein Schneideprogramm, hat einfach mein Dingsbums, meine Stimme einfach weggetan und dazu die Musik höher gelegt. Und ja, das ist gar nicht mal so schlimm. Und was ich letzte Folge noch kurz zusammengefasst habe, dass ich ein Spiel bauen will, womit ich anders scannen will, mit Towncraft, was Towncraft für ein Mod ist. Ich erkläre es euch jetzt schnell. Das ist Magie-Mod, ganz simpel. Zauberstäbe wollte ich halt noch machen. USB. Und dann habe ich jetzt halt heute das, was ich noch nicht erklärt habe. Jeden Tag kommt ein neuer Mod hinzu, halt jede Folge. Und wie ihr hier seht, ich habe den Lycanic Mod hinzugefügt. Wie ihr seht, das sind sehr viele, weil es selber einzelne sind. Das sind sehr, sehr starke Monster, die hinzugefügt wird. Und Towncraft, wie ihr hier seht. Bubbles war bei Towncraft hinzugefügt und wir haben jetzt too many items noch drin. Damit kann man sich die Crafting-Rezepte raussuchen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal in unsere zwei Minecraft-Welt. So. Welt wird geladen und Landschaft wird generiert. So. Da wird jetzt der andere Mod noch kurz hinzugefügt und da sind wir. So. Da. Oh ja. Wow. Okay. Wie ihr seht, letzte Folge haben wir hier. Wie heißt es? Aufgehört. Mit Eisenhelm. Und das weiß ich Sachen hier bei uns auf Planet Base. Und es lenkt jetzt mal, weil ich muss als erstes. Wie ihr seht. Es leckt so das erste, dass die Welt, weil die Welt generieren muss. Oder ich tue mal kurz die Grafikeinstellung runter tun und Grafik schnell, gut. Beleuchtung aus. So. So, wir machen jetzt halt ein bisschen weiter mit unseren Sachen und ich möchte euch schon mal die ersten Mobs zeigen von diesem Mod. Wie ihr schon gehört habt, das war. Und das war eher selber ein Monster. Und ja, was ich mir auch noch kurz nachgeguckt habe, ist, dass man mit diesen Shards echt alle braucht, um erstmal diesen Spiegel zu sehen, zu kriegen. Und irgendwie ist jetzt da das Inventar verpackt. Alles klar. Ist klar. Wie das Inventar verpackt. Hallo. Okay. Okay. Warte, ich muss jetzt noch die Einstellungen ein bisschen ändern. Spiel wird einfach. Normal schwer. Lol. Survival Mode. Okay. Jetzt funktioniert es. Das heißt, ich benutze ich alles nicht. Und add down. Oder funktioniert nicht. So. Wie ich hier seht, ich kann ein paar Sachen nachgucken. Sind hier die ganzen Items jetzt auch. Und hier ist ein paar Feuer von diesem Mod. Hier sind die ganzen Zauberstäbe. Hier verschwindet es auf einmal. Okay, aber egal. Ich habe mich schon herausgefunden. Und das Gute ist, bei diesem Mod, wenn das gerade nicht so gebacken würde, bei diesem Mod gibt es, wenn man den Monster tötet, kriegt man sozusagen so richtig gutes Fleisch. Und mit diesem Fleisch, wenn man es kocht, kriegt man auch OPs Fleisch. Zum Beispiel Battle Burrito. Alles klar. Zum Beispiel Battle Burrito. Was einen, wie heißt es? Was einen Regeneration 5 gibt, USW. Wie ihr seht, das war schon der erste Mob von diesen Mods, was mir halt übelst viel Schaden gemacht hat und so. Ich habe als erstes gedacht, das wäre der Boss-Mob. Aber der wird viel zu hart. Guckt da schon. Was ist das? So.
so krasse Sachen machen. Echt, finde ich super cool. James Bond Fokus, aber oh lol. Oh. Nichts ist abgestürzt, gerade keine Sorge. Alles klar. Alter Schwede. Dieser Mod ist schwer. Okay, ich sterbe jetzt. Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen Pussy-Mode, aber ich muss Leben regenerieren, deswegen muss ich kurz weg. Ah, ey, der Mod ist stark. Der Mod ist schwer, so hart. Ich will hier was Schweres haben, deswegen habe ich den Mod auch hinzugefügt. Und ja, die Folge geht jetzt schon ein bisschen, weil ich die ganze Einstellung habe, aber ich werde jetzt nicht normal 20 Minuten Folge haben. Alles klar. Ah, Mensch! Das gibt's doch gar nicht. Leute, noch einen kleinen Cut. Geht's kurz weiter, ich muss kurz was einstellen. So kurz. Erstens mein Minecraft neu starten, zweitens diesen Mod entfernen und ja, halt, jetzt habe ich nicht mehr hier was Schlimmes. Hier, Pets, Minions, Familiars, Patreon, Website. Bei diesem Mod gibt es halt auch sau viel. Oh. Ah, Leech. Was ist? Ich glaube, Leech ist ein Effekt, womit man, glaube ich, kurzzeitig geschaltet hat. Weiß ich, ich kenne Leech nicht. Leech 2. So. Das ist halt auch etwas schwer. Deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal weg. Ja. Ich glaube, ich hole mir jetzt erst ein bisschen Holz und tue als erstes meine Grafikstelle an und als erstes meine Sachen nach oben hier. Und ja, das hier mal oben und so erst nach oben. Ich könnte mal kleinen für die Leute, die sich denken, wow, wieso? Das ist mein Handy-Klingelton. Warte, ich leg's kurz weiter weg. So, ist weg. Und noch einen kleinen Spoiler raushauen. Der nächste Mod wird irgendwas mit Lagerraum sein. Oder ich weiß nicht. Es kann sein Lagerraum oder ein bisschen was mit Maschinen. Mehr sage ich aber noch nicht. Dazu. Und ja, wieso? Die jetzt sind die aber echt etwas häufiger. Ich habe schon sehr gutes Equipment für das hier. Nicht ein Skelett, was mir in der letzten Folge das umgebracht hat. Okay, ich habe es nicht verlernt. Sind hier Angel? Ist hier wie ist das? Wie ist das denn hier über Skelette? Wieso kriege ich kein Knockback? Ich habe keinen Hack drin, ich schwöre. Entschuldige, ich habe keinen Hack drin. Okay, komisch. Das war, glaube ich, nur ein irgendwie sozusagen Bug, dass ich keinen Knockback bekommen habe. Aber okay, er wird mich töten. Okay. Dieser Mod macht mir Angst. Dieser Mod macht mir so hart Angst. Ey. Ihr wisst gerade nicht, ich habe auf schwer gestellt. Ja, schwer. Okay, da sind die Mobs so hart raus. Ich will sie auch schwer haben. Das ist es. Ich glaube, das ist ein Nachteil. So schwer ist. Hier war noch die Sache, wo ich mich umgebracht habe. Oh, schön. Schafe. Hühner. Ich werde die jetzt halt nicht züchten, darauf habe ich null Bock. So, kein Fallschaden. Schön, ich habe so nicht essen. So optimal. Gott, ich krieg auch daraus nichts. So. Ich werde 100% nicht im Birkenwald mein Haus bauen. Dafür finde ich ihn zu blöd. Aber ich könnte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich baue. Da will ich immer schön Wasser neben mir. Weil natürlich jetzt erstes meinen Lagerplatz machen. Ich kann da auch. Ja, wenn ich schlau bin, das mache ich jetzt auch. Wo ich hier einen weißen. Schmutzendes Eis. Hallo? Hört ihr mich? Nein. Schade.
wir als erstes ein Bett machen, wo wir drin schlafen kann, sozusagen. So. Leute, ich sag euch, das ist schon ein bisschen spannend. Hi, Fischi. Weg. Rock, Fischi. Okay, was bist du? Very sharp and bony. Okay. Wenn es mir irgendwie Witter gibt, dann bin ich im Arsch. Ganz ehrlich. Okay. Ich glaube, die könnten meine Überlebensfähigkeit sein, dass ich damit überlebe. So, als erstes mal. Ich muss sagen. Fußkohle, ach da. Ja, erstmal brennen. Ich bin echt zurzeit echt blind. Aber ich würde mal sagen, hier. Zum Glück habe ich den Mod erst etwas später hinzugefügt, weil wo ich in der ersten Folge habe ich ja so viel Glück gehabt mit den Erzen. LOL! LOL! Okay. Very refreshing. Passt eigentlich übelst gut. Okay. Das ist schon mal gut. So. Oh, lecker. Okay, Leute. Das ist schon mal echt sehr positiv, dass wir diese Fische hier haben. So, als erstes mal noch eine zweite Chest bauen, dass ich, oder wir, muss ich sagen, unsere Eisen schlagen können. So, hier kommt das hier drin, das hier, das hier, zur Erze halt, dann das hier, das hier und das hier. So, oben kommen die restlichen Sachen rein, die wir gerade nicht brauchen. So. Und gebranntes Hühnchen haben wir. Dann hole ich noch ein paar von den Fischen. Und ja. Ey, das ist echt richtig positiv, dass wir die davor haben. Weil ich glaube, wir kriegen nie wieder Essprobleme. Das ist so gut. Und ja, ich gehe, glaube ich, gleich auf die Tour. Seht ihr, ich gerade, oder ich entschuldige mich nicht, das war ja absichtlich, dass ich so gesprochen habe. Sehr absichtlich. Absichtlich. Was sage ich immer absichtlich? Absichtlich. Ey, kann ich heute sprechen? Aber da unten muss ein Boss sein. Ich. Leute, ich riskiere es. Ich riskiere es. Oder soll ich? Ich weiß gerade nicht. Ich gehe, glaube ich, erstmal die Base. Wissen, bei Tom Croft kann man ja, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt erstes bei Tom Croft tun soll. Ja, als erstes tue ich Dings muss machen. Wie kann ich das jetzt halt nennen, was ich machen kann? Ich glaube erstmal wieder weiter meinen. Ich merke mir mal die Koordinaten. 1, 8, 5. 6, 3 und 2 und 1. Ich sag nicht mehr, ich muss nur einen Chat schreiben. Wie ihr seht, hier habe ich auch ein paar Sachen versucht zu ändern, halt ein paar Sachen zu optimieren. Sozusagen. Hier ist auch noch ein Chicken. So, wir wissen jedenfalls, dass da unsere Höhle ist. Hoffentlich wird es gleich nicht Nacht. Hier. Oh, Fackel muss ich noch mitnehmen. Stimmt. Wegen euch. Aber ich könnte dann direkt, weil es jetzt Abend wird, direkt mal ein bisschen Sachen braten, ja. Halt Sachen braten, wenn er so eine Schlafe. Genau das wollte ich machen. Hier. Ich tue mal offline ein bisschen dann das Haus weiterbauen, wenn ich auch Schüsselmod und so dabei habe. Aber als erstes möchte ich mal die spannenden die spannenderen Sachen zu machen. Mods hinzufügen, wo ich auch richtig Herausforderungen habe. So. Kann es sein, dass ich nie die Kohle. Achso. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte echt gerade sagen. So, wir haben jetzt halt ein bisschen mehr Holz. Okay, genau, eins. So, das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Dann noch die restlichen Fischis rausholen, die 10 Fische. Und ja, schön. Jetzt sind wir eigentlich schon zu weit. Und
halt und neuen Stoff zu holen. Ein bisschen Eis müssen wir dann noch holen. Aber ich hab. Ich krieg echt. Okay, ich glaube deswegen. Weil die Mobs sind nicht ohne, wie ihr es gesehen habt. Nicht ohne. Aber da hinten ist ein Bossmob. Wenn er einen Namen schon trägt, ist es ein harter Bossmob. Halt nicht der größte Boss, der dich one-hittet oder so. Kleiner Boss. Ja, jetzt krieg ich Knockback. Ja, okay, das liegt an den Skelette. Nicht an mich. Wie ich gedacht habe, ich habe Hexer. Ich würde nie Hexer haben. Aber ich möchte euch kurz zeigen. Oh, sorry Leute, ich muss mich daran schon noch gewöhnen, dass wir Fackeln brauchen. Weil ihr, ich glaube, mit der Helligkeit, die ich habe, sieht ja auch ein bisschen. So. Nächstes Skelett. Das ist alles noch echt viel, was wir haben. Wenn wir Kohle brauchen, können wir auch immer runtergehen. So. Oh, zweimal Shards. Wir brauchen alle Shards. Schon ein bisschen Angst, was das gerade war. Nope. Hi. Ui. Stimmt. Das ist frei, was nach 2 Sekunden ausgeht. Keine Chance für mich. Ist ja schon ein paar Shards. Violett, Afrit, Violett, Afrit. Ah, das sind zwei Violette Afrits. Das ist bestimmt Blab oder so. Ja. Okay, das sind die. Hier über sind aber echt Namen. Das sind bestimmt alles Violett. Violette Afrits. Wollte mir auch. Meins. Aber es ist echt. Oh, leck.
Leck des Todes. Oder Lecks des Todes, jetzt geht's. So. Aber bei diesem Modpack, was ich hier zurzeit echt selber erstelle, wird's echt hart sein. Wird's echt hart sein. Ah. Ach, das seid ihr. Ihr. Die Leute auf Links. Okay. Ich glaube, der killt mich. Super. Ja. Bye, bye. Bye, bye. Bibi. Bibi! Scheiße. Hui. Nein. Bist du mein Il? Der Sneeling ist Viecher. What? Puh. Ich will mal bei diesem Moment sagen, ich glaube, das war schon für diese etwas längere Folge von Minecraft. Wir haben kleine Ausbeute gekriegt. Und hier. Ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen aus. Ich wollte mehr. Oh, Mounts. Aha. Ja. Okay, ich werde jetzt nochmal sagen, bei, wenn ich die Folge gefallen habe, dann lasst einen Daumen hoch da und ciao, ciao.